unser Wohlstand basiert halt darauf, dass es den Menschen schlecht geht und dass sie da sind, wo sie sind. Ja, mal gut. Mögt ihr kurz erzählen, von welcher Organisation ihr seid und weshalb ihr hier heute eine Pressekonferenz hier in Berlin-Kreuzberg abgehalten habt? Wir sind Zoe und Darius. Und wir kommen von Solidarity at Sea. Und wir waren für Jugend rettet auf der Juventa auf dem Mittelmeer und haben Menschen aus Seenot gerettet. Ich war Motorbootfahrerin, ich bin das kleine Sicherungsboot gefahren und ja, war deswegen direkt draußen eben immer an den Rettungen beteiligt. Genau, ich war auf mehreren Missionen, ich war auf 5 Missionen insgesamt, 3-mal auf der Juventa, einmal Sea-Watch, einmal Mare Liberum und ich war immer auf der Brücke, also ich bin immer das Schiff gefahren, aber nur 2-mal als Kapitän und eben 3-mal als Offizier oder Steuermann. Und was war eure Motivation, auf diesem Schiff zu sein und Menschen zu retten? Ja, ich habe einfach gesehen, dass da Menschen vor unseren Außengrenzen ertrinken und ja, ich finde das einfach das Schrecklichste, was passiert, wenn man Menschen einfach eben ertrinken lässt und sterben lässt, obwohl man was dagegen tun kann. Und ich wusste, dass ich was dagegen tun kann, weil ich eben Motorboot fahren kann und deswegen war das für mich so meine Aufgabe, wo ich eben was für unser Europa halt so hinzusteuern kann, eben, dass die Welt halt so wird, wie ich in ihr leben will. Ich habe Fähigkeiten, die wurden da gebraucht. Schifffahren ist jetzt keine schwarze Magie, aber es kann auch nicht jeder und ich kann es. Und ich konnte dazu beitragen, dass weniger Menschen sterben und das habe ich gern gemacht und würde es auch gern weitermachen eigentlich. Und was gibt es aktuell für Probleme, mit denen ihr zu kämpfen habt? Die ganzen Schiffe werden eben blockiert, zum Beispiel unser Schiff, die Juventa, wird im Hafen festgehalten bzw. liegt einfach an der Kette und wir dürfen nicht rausfahren und uns drohen jetzt 20 Jahre Haft und pro ja, Menschen quasi 14.000 oder 15.000 Euro ja, fürs Menschenretten quasi. Eine sizilianische Staatsanwaltschaft, die aus Trapani, die wirft uns eben Beihilfe zur illegalen Einreise vor und sagt, wir haben nicht Menschen aus Seenot gerettet, sondern haben in Wirklichkeit mit Schleppern zusammengearbeitet und es war keine Rettung, sondern eine Übergabe, was natürlich total hanebüchen ist. Aber darauf basiert das Ganze, dass wir eben unter Ermittlung stehen, wir beide und noch 8 weitere von der Juventa. Das sind die, von denen wir wissen. Ja, und wir warten jetzt darauf, dass Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich der Prozess losgehen wird. Und dann gucken wir mal, wo Europa landet. Was soll damit bezweckt werden, sozusagen mit diesen absurden Vorwürfen? Naja, es ist ja sozusagen, es sind ja nicht nur wir, es ist sozusagen in ganz Europa gibt es eine Repressionswelle gegen NGOs und nicht nur auf Seenotrettung, die zivile Seenotrettung, sondern eben allen Menschen werden sozusagen leiden unter Repressionen, die Menschen auf der Flucht helfen, sei es irgendwie an innereuropäischen Grenzen zwischen Frankreich und Italien, sei es auf der Balkanroute, überall sind Menschen auf der Flucht zurzeit. Und es gibt zum Glück überall Menschen, die ihnen helfen, indem sie ihnen Nahrungsmittel geben, indem sie ihnen eine Unterkunft geben für eine Nacht oder eben wie wir, indem sie dafür sorgen, dass die Menschen nicht ertrinken oder es versuchen. Und es versucht sozusagen diese Solidaritätsbewegung komplett zu unterbinden, meiner Meinung nach. Es wird versucht, den Leuten Angst zu machen, sich nicht mehr zu trauen zu helfen, weil wir wollten nie irgendwie Lorbeeren oder Orden dafür haben, was wir machen. Aber eben kriminalisiert zu werden dafür, das schreckt dann doch mal Leute ab. Und vor allem wird halt nicht mehr darüber berichtet. Also keiner weiß, was in Wirklichkeit gerade auf dem Mittelmeer los ist als die NGOs. Zwischenzeitlich waren da 12 bis 14 NGO-Schiffe. Da wurden auch viele Boote gesichtet, die nicht gerettet werden konnten. Oder es wurden Reste von Booten gefunden. Das alles findet ja nicht mehr statt. Es gibt keine Berichterstattung mehr darüber, keine unabhängige Berichterstattung mehr darüber, was eigentlich auf dem Mittelmeer los ist. Ja, und vor allem sterben die Leute halt einfach zu Tausenden, leider. Dieses Jahr schon 260 Ertrunkene im Mittelmeer. Und ja, es soll halt einfach nicht mehr drüber geredet werden, glaube ich. Was für politische Interessen stecken dahinter? Ja, also ich meine, wir können das nur vermuten, aber halt, dass einfach die Menschen nicht hier ankommen. Und ja, also das Ding, warum die Menschen überhaupt aufs Meer rausfahren, hat ja den Grund, weil sie eben keinen Asylantrag stellen können in Europa und jeder flieht aus einem Grund. Und ja, auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch trennen, so woher die Menschen kommen und wohin sie gehen. Aber der Fakt ist einfach, dass wenn Menschen in Seenot sind, müssen sie gerettet werden. Und das ist das, wofür wir eben einstehen, dass Menschen aus Seenot gerettet werden. Naja, und also gerade in der deutschen Geschichte, die hat ja gezeigt, sozusagen nach 45 wurde hier wirklich oft gesagt, oh, das habe ich nicht gewusst, hätte ich das gewusst. Und wir sind die, die dafür sorgen, dass keiner sagen kann, ich wusste nicht, was passiert. Und das soll verändert werden. Ne? Also die Leute wollen halt lieber in Ruhe schlafen und das nicht sehen und nicht drüber nachdenken.
Für uns ist ja klar, dass wir Menschen eben retten, die in Seenot sind, oder einfach, dass wenn Menschen Hilfe brauchen, versuchen wir zu helfen. Und unser Part ist quasi halt das Meer, weil wir da aus dem Bereich kommen und deswegen wissen, was wir da halt machen müssen, um eben zu helfen. Und ja, ich glaube, es ist auch irgendwie eine Verständnislosigkeit, wie man einfach keinen Mensch, also einen Menschen nicht retten kann und wie man einem Menschen nicht helfen kann. Und deswegen habe ich überhaupt keine Erklärung dafür, wie es sein kann, dass wir an diesem Punkt sind, ob wir, also dass wir jetzt überhaupt darüber diskutieren, ob wir eben Menschen retten oder nicht. Ich habe auf jeden Fall keine fundierte Erklärung, warum Europa so handelt, aber also ganz grob würde ich sagen, Kapitalismus. Und also das Menschenleben zählt hier halt nicht, egal wo. Und die Leute sollen halt, also sagen, unser Reichtum fußt darauf, dass wir den Rest der Welt ausbeuten, dass meine Jeans irgendwie nur 20 Euro oder 50 Euro kostet. Die kostet nur so wenig, weil jemand anders für einen Hungerlohn sie gemacht, hergestellt hat. Und irgendwie das Raubbau in der Natur in Afrika und in Asien und unser Wohlstand basiert halt darauf, dass es den Menschen schlecht geht und dass sie da sind, wo sie sind. Und ja, jeder, die Leute denken halt hier nur an ihre Scholle. Keine Ahnung, es ist einfach beschämend. Was für Hoffnungen haben eurer Erfahrung nach Gerettete auf den Schiffen an Europa? Ja, einfach ein Recht auf Leben in Sicherheit und ein Recht darauf, dass halt der Mensch so als Mensch einfach anerkannt wird, dass die Würde des Menschen anerkannt wird. Weil es gibt eben, wie gesagt, einen Grund, warum man seine Heimat hinter sich lässt und dann flieht. Und es ist genauso wie zum Beispiel meine Oma und Opa, die sind auch geflohen und die hatten auch einen Grund, warum sie geflohen sind. Und wenn man jetzt die Geschichten von damals und heute vergleicht, haben sie einfach eine erschreckende Ähnlichkeit. Das Problem ist, dass eben wir ja festgehalten werden, wir werden halt davon abgehalten, eben wieder rauszufahren, weil jetzt eben diese Ermittlungen gegen uns laufen. Und ja, wir haben jetzt dadurch auch wiederum eine Möglichkeit, dass wir eben unsere Stimme erheben können, weil wir dadurch halt eine Plattform kriegen. Und ja, ich denke, da ist es auch irgendwie unsere Aufgabe, halt wirklich da unsere Stimme zu erheben und diese Plattform zu nutzen eben, weil da, wie gesagt, jeden Tag einfach Menschen sterben und die haben halt einfach keine Stimme, wenn sie da auf den Booten sind. Und wir hier haben eben die Möglichkeit, was zu sagen und deswegen versuchen wir auch, was zu sagen. Ja, also Angst habe ich definitiv nicht. Dafür habe ich zu vielen Menschen gesprochen, die sozusagen mir erzählt haben, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben. Ich habe nichts zu fürchten. Also im Gegensatz zu dem, was die durchgemacht haben oder durchmachen, geht es mir immer noch ganz wunderbar. Und ich würde lieber losfahren gerade, aber eben unser Anwalt hat uns ganz streng davon abgeraten, in einer Seenotrettung aktiv zu sein zurzeit, weil dann würden wir, obwohl es eben noch nicht mal einen Prozess oder eine Verurteilung gibt, würden wir für die italienische Justiz dann als Wiederholungstäter gelten. Das würde die Chance auf U-Haft extrem erhöhen. Deswegen hat uns unser Anwalt gebeten, bitte, bitte fahrt nicht in die Seenotrettung. Wir können andere Sachen machen. Ich zum Beispiel war dann auf der Mare Liberum, weil das ist keine Seenotrettung, das ist ein Monitoringprojekt. Also wir beobachten nur Menschenrechtsverletzungen. Aber vor allem, ja, wie Zoe eben gesagt hat, wir führen jetzt halt den Kampf hier und versuchen eben hier den Finger in die Wunde zu legen und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren. Was würdet ihr euch noch an weiterer Solidarität wünschen, also aus der Politik oder auch der Bevölkerung? Ja, ich denke halt, dass eben jeder Mensch kann eben was machen. So, ich habe damals für mich entschieden, dass es halt das Motorbootfahren ist, was ich machen kann. Und ja, jemand, der sich gut mit Finanzen auskennt, der hilft irgendwie in, ja, also Thema Finanzen so. Und jemand, der irgendwie sich mit Rechten auskennt, der hilft beim Thema irgendwie mit Rechten. Und ja, also so, es gibt jeder Mensch hat irgendwie die Möglichkeit, halt irgendwas zu machen. Und da wünsche ich mir, dass jeder einfach mal überlegt, was er machen kann, dass diese Welt halt ein bisschen besser wird, weil wir wollen ja alle eben in einer guten Welt leben. Und ja, dass jeder das macht, was er kann. Ja. Stirb die Rathäuser. Ja. Okay, vielen Dank. Dürfen wir uns drin lassen? Vielen Dank. Und ich drücke euch die Daumen.